Ich bin heute 38 plus 3, also 39. Schwangerschaftswoche und wir fahren heute nochmal shoppen. Also Manu muss in den Asialaden unseres Vertrauens Sushi-Zeug holen und die Gelegenheit wollte ich nochmal nutzen, weil dort gibt es ein TK Maxx in der Nähe und ein DM und Primark und Müller und dort komme ich ja sonst für gewöhnlich nicht hin. Und wir hatten aber ausgemacht, ich sage ihm wirklich erst heute Morgen, ob ich mitkommen kann oder nicht. Aber mir geht es richtig, richtig gut, schon die letzten Tage. Also wenn der dicke Bauch nicht wäre, würde ich nicht merken, dass ich hochschwanger bin. Ich habe wirklich, also die Wehen sind absolut auszuhalten, aber irgendwann gewöhnt man sich natürlich dran. Ich habe keine Unterleibsschmerzen mehr, keine Rückenschmerzen mehr, keine Bauchschmerzen mehr. Also mir geht es richtig gut und es fühlt sich nicht so an, als ob die Geburt kurz bevorsteht. Manchmal vergesse ich sogar den dicken Bauch. Aber, oh nein, oder? Okay, das schneide ich nicht raus. Ist ja selber schuld. Genau, und wir fahren jetzt los und ich nehme euch ein bisschen mit. Ja, wir sind jetzt wieder zu Hause und also ich bin aus dem Auto ausgestiegen und wollte zu TK Maxx laufen und ich dachte, Jule, das war eine Scheißidee. Also ich weiß auch nicht, irgendwie war heute der Wurm drin, sonst klappt es eigentlich mit Laufen noch relativ gut. Also ich kann ja gut 15, 20 Minuten mit Vince draußen ein bisschen spazieren gehen. Aber heute war der Druck nach unten beim Laufen wirklich extrem. Die ganze Zeit. Naja, ich habe es durchgezogen. War bei TK Maxx, da habe ich nichts gefunden. War im DM und habe dort fast alles eigentlich bekommen, was ich wollte. Ich hatte meine Liste. Und dann bin ich erstmal meine DM-Einkäufe ins Auto bringen gegangen. Und ich watschelte da so vor mich hin und halt wirklich sehr, 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 sehr langsam. Und dann dachte ich so, gehst du echt noch in Primark? Aber ich bin noch in den Primark gegangen. Ich war vorher Pipi, das hat geholfen. Und dann bin ich in Primark gegangen und auch da, ich wusste halt genau, was ich wollte und bin da halt wirklich gezielt hin und habe das geholt und bin wieder raus. Und da war ich dann also mit TK Maxx, DM und Primark nach einer Stunde, 15 Minuten ungefähr fertig und ich war auch fertig mit der Welt. Und dann sind wir noch lecker bei Vapiano quasi so als Belohnung für meine Strapazen essen gewesen. Und Vapiano ist immer mega lecker, mega toll. Wir gehen da super gerne hin, wenn wir halt die Möglichkeit haben, weil wir da sind. Und dann ja, waren wir noch bei Möbelhöffner, weil wir einen neuen Couchtisch wollten. Und da bin ich dann echt an meine Energieressourcen gestoßen, an meine körperlichen Grenzen gekommen. Da konnte ich echt dann gar nicht mehr. Und da ist Manu dann alleine zu Ikea gegangen. Ich habe dann im Auto gewartet. Und ich bin auch fix und alle jetzt, wirklich. Also shoppen in der 39. Schwangerschaftswoche empfehle ich nicht. Dieses Experiment ist definitiv gescheitert. Ich habe zwar das bekommen, was ich halt wollte, das zeige ich euch auch gleich noch, aber es war mega anstrengend. Ich bin super fertig. Ich habe ja Unterleibsschmerzen, also so einen Druck halt jetzt und ich werde heute definitiv noch in die Badewanne steigen, einfach so zur Entspannung. Aber ich möchte euch jetzt gerne noch zeigen, was ich geshoppt habe. Und ja, Vince ist jetzt halt auch zu Hause. Und er muss ja dann auch ins Bett. Und dann will ich, wie gesagt, heute noch in die Badewanne. Weil irgendwie muss ich das Ganze jetzt wieder so ein bisschen entspannen. Und dann bin ich gespannt, wie es mir morgen geht. Ob ich jetzt Muskelkater habe. Auf jeden Fall, morgen habe ich Termin bei meiner Hebamme und bei der Frauenärztin. Deswegen mache ich morgen nochmal einen Vlog, denke ich. Den ihr dann wieder abends sehen könnt. Und so kann ich euch halt gut auf dem Laufenden halten. Morgen kommt auch noch mal mein letztes Schwangerschaftsupdate. Ich zeige euch jetzt noch, was ich eingekauft habe. Und genau. Aber wirklich, shoppen in der 39. Schwangerschaftswoche empfehle ich nicht mehr. So, ich wollte euch gerne noch meine Einkäufe zeigen. Und wir starten mal mit den Sachen, die ich bei DM gekauft habe. Wie gesagt, wir haben bei uns keinen DM. Und eine Freundin von mir hat letztens bei DM online bestellt. Und als wir letztens da waren, hat sie mir so ein paar Sachen gezeigt und die hatte ich dann halt auf meiner Liste. Und nach denen habe ich ganz speziell geschaut. Ich greife einfach mal wahllos rein. Erstmal habe ich hier ganz viele Sachen von diesen frechen Freunden. Das ist nämlich das, was sie mir gezeigt hatte. Und das habe ich jetzt für Vince geholt, weil er dort bei ihr fast alles komplett aufgegessen hat. Und das möchte ich aber für den Urlaub aufheben. Also Ende April fahren wir ja mit beiden Kindern in den Urlaub. Und da nehme ich dann noch so eine Snackdose mit und fülle das dann immer für unterwegs ein. Und da finde ich sowas immer ganz schön. Und da habe ich jetzt hier mitgenommen Knusper-Erdbeerchen, Mais, Banane und Erdbeere. Das.
Dann habe ich einmal das hier mitgenommen. Und zwar ist das Knusperreiswaffeln, Apfel, schwarze Karotte und Blaubeere. Das hatte Vince so gut geschmeckt bei meiner Freundin. Und zwar sind das Knusperflippis, Mais und Karotte. Und dann habe ich noch zweimal was von Fruchtbar mitgenommen. Und zwar hier die Knusperstangen, Hirse, Erdbeere und Mais. Und dann nochmal das hier. Und das ist, also auch diese, das sind Knusperbeeren, Apfel, rote Beete, Mais und Reis. Genau. Dann habe ich für Vince noch zwei Riegel mitgenommen. Und zwar beide von Baby Love. Und zwar einmal Apfel- und Aroniabeere. Und den anderen, den hat er schon gegessen, weil er den in der Tüte gefunden hatte. Und das ja, war auch Apfel- und Aroniabeere. Also einen hat er jetzt noch. Dann habe ich mir was mitgenommen, was ich auch woanders bekommen hätte, aber weil es mir gerade ins Auge gefallen ist. Und zwar geschrotete Leinsamen. Die nehme ich ja jetzt noch wegen der Geburtsvorbereitung. Und danach... Geburtsvorbereitung? Ja, doch. Und danach werde ich sie nehmen, um ja, besser abnehmen zu können. Und dann habe ich mir noch mitgenommen Dinkelspirelli von DM Bio. Weil es gibt zwar so bei uns Vollkornnudeln bekommt man ohne weiteres, aber Dinkelnudeln eher seltener. Und die esse ich aber eigentlich lieber, die Dinkelnudeln, als die Vollkornnudeln. Und deswegen habe ich mir noch mal ein paar mitgenommen. Und dann möchte ich noch zwei Food-Sachen ausprobieren. Und zwar das eine ist von Alnatura Hafer Crunchy Schoko. Ich esse ja wirklich jeden Tag ein und dasselbe Müsli, was mich auch nicht stört. Und zwar, da benutze ich dann immer von Rossmann, das ist glaube ich Enerbio, diese Dinkel Crunchy, die sehr, sehr lecker sind. Und jetzt wollte ich mal Hafer Crunchy Schokolade ausprobieren. Und dann habe ich das hier entdeckt und bin schon mega gespannt drauf, auch von DM Bio. Und zwar ist das so Zartbitter Aufstrich, also so wie Nutella quasi, nur mit Zartbitter und vegan. Und da bin ich mega gespannt drauf, wie das schmeckt. Und dann habe ich mir noch drei Beauty-Produkte gekauft. Das eine ist von P2, weil, ja, ne? Ich habe halt speziell bei P2 und der Trend It Up-Reihe geguckt. Und da habe ich mir jetzt von P2 mitgenommen den Perfect Look Kajal. Der sieht so hier aus. Und da bin ich schon sehr gespannt. Also ich finde die Farbe halt total cool. Das ist so ein Bronzeton. Und bin sehr gespannt, wie das so auf den Augen bei mir wirkt. Ich hatte so eine Farbe noch gar nicht. Ich habe ja sehr, sehr viele Kajalstifte in ganz unterschiedlichen Farben. Aber so eine Farbe hatte ich noch nicht. Und das war es, dass die 210 Brass oder Brass oder... Na gut, die Kamera wird es bestimmt nicht bekommen. Brass. Frag mich nicht. Und dann habe ich mir von Trend It Up noch zwei Nagellacke mitgenommen. Ich habe noch gar keine Nagellacke von Trend It Up. Und bin gespannt, wie die so halten. Also, weil eigentlich benutze ich nur fast ausschließlich Manhattan-Nagellacke, weil die bei mir schon so 4-5 Tage halten. Und jetzt bin ich auf diese Trend It Up sehr gespannt. Und habe ich mir einmal diese Farbe mitgenommen. Das ist die 080. Und dann diese Farbe hier. Das ist die 030. Oh, und da bin ich schon, die haben gar keinen Namen. Nur gut. Genau, und da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Ich bin halt jetzt gerade so, dass ich mir die Nägel gerade nicht lackieren will. Falls es dann doch ins Krankenhaus losgeht, müsste ich ja alles dann mitnehmen zum Abmachen oder neu lackieren oder wie auch immer. Da habe ich keine Lust drauf und ich möchte aber auch nicht mit abgesplittertem Nagellack dann im Krankenhaus liegen. Und deswegen lackiere ich mir gerade die Nägel nicht. Aber wenn wir dann aus dem Krankenhaus zurück sind, probiere ich die auf jeden Fall mal aus. Und dann habe ich ja noch bei Primark eingekauft. Also ich war auch noch bei TK Maxx. Weil ich im Haul von Hellcat Annie, die ist übrigens zuckersüß und hat einen Tag vor mir Entbindungstermin, ich verlinke euch ihren Kanal mal, habe ich gesehen, dass sie ganz tolle Sachen bei TK Maxx gekauft hat. Aber sie weiß ja auch, dass sie ein Mädchen bekommt. Und bei den ja, geschlechtsneutralen Sachen habe ich jetzt nichts gefunden, was mir gefallen hätte. Und bei Primark war es sogar noch schlimmer. Also bei den Babysachen war alles wirklich blau oder rosa und dazwischen gab es nichts. Und da habe ich wirklich nur eine Sache fürs Baby mitgenommen, die wahrscheinlich erst nächstes Jahr passen wird. Aber ich musste es einfach haben, ja. Und zwar ist das diese Batman-Hose
finde ja den Po so toll. Also die musste ich haben und das darf auch ein Baby, ein Mädchen bei mir anziehen. Aber es gab nur noch die Größe 80. Das ist die Größe 80, ne, oder? Genau, die Größe 80. Es gab wirklich nur noch die Größe 80 davon, aber ich musste es halt einfach mitnehmen. Irgendwann passt die Größe 80 und da freue ich mich jetzt schon drauf. Und dann machen wir mal mit den Sachen weiter, die ich für Vince gekauft habe. Also für Vince hatte ich wirklich einen Plan, ich will das, das und das haben. Und zum einen habe ich diese Schuhe hier gekauft in der Größe 27. Wir haben sie auch schon anprobiert und sie passen super gut. Und die habe ich halt in Rot genommen und in Dunkelblau. Und ich denke, in Dunkelblau, das wären die für den Kindergarten. Da nehme ich gerne Primark-Schuhe, weil die im Kindergarten... Die hat er 2 Tage an und dann sind die ruiniert, wirklich. Die kann ich dann auch, wenn die zu klein sind oder die Saison vorbei ist, auch wegschmeißen. Und dann dürfen es auch echt Primark-Schuhe sein. Also die habe ich in Dunkelblau genommen und in Rot. Die passen auch richtig gut. Und dann braucht er unbedingt neue Jogginghosen, weil ich ihm ja im Kindergarten eigentlich fast ausschließlich Jogginghosen anziehe und keine Jeans. Und da habe ich jetzt diese hier genommen. Und ich habe alles in Größe 110 genommen. Genau, also die. Und dann die. Die hatten wir, glaube ich, so oder so ähnlich haben wir die schon in der Nummer kleiner. Und dann habe ich noch die mitgenommen. Die fand ich auch richtig cool. Und was hat Vince gesagt, als er die Sachen gesehen hat? Boah, geil. Jetzt ist sein neuestes Wort. Boah, geil. Und dann wollte ich eigentlich noch ein paar... Langarm-T-Shirts, weil ich weiß nicht, was die manchmal im Kindergarten essen oder mit was die basteln. Ich kann jedes Fleckenspray, was ich zu Hause habe, ausprobieren. Ich kann die Sachen dreimal waschen. Ich bekomme manche Flecken einfach nicht mehr raus. Und dann ist es mir lieber, ich weiß, ich habe bloß 2,50 Euro bei Primark für das T-Shirt ausgegeben und kann es dann halt wegschmeißen oder manche hebe ich auch auf und das sind dann so unsere Mal-T-Shirts. Genau, und da wollte ich eigentlich noch ein paar Langarm-T-Shirts, aber die hatten genau noch eins. Und dann, der Rest war halt schon kurzarm, das hätte mir nichts gebracht. Und da habe ich das hier mitgenommen, das finde ich aber ganz cool. Genau, das ist halt auch leider das Einzige, da hätte ich gerne noch mehr gehabt, aber ist halt so. Und dann habe ich so eine übelst geile Jacke entdeckt. Und die musste ich einfach mitnehmen, die sieht so hammermäßig aus. Die würde ich auch anziehen. Nee, die fand ich richtig cool. Genau, das waren die Sachen für Vince. Dann habe ich noch so ein paar random Sachen gekauft. Und zwar das, so ein Nackenkissen. Und das werde ich mit in den Kreißsaal nehmen, habe ich überlegt. Und auch so ist das immer ganz cool, wenn man dann so in Urlaub fährt oder so. Wobei ich nicht weiß, wozu das gut sein soll. Auf jeden Fall kann man den abziehen, den Bezug und waschen. Und das fand ich richtig gut. Das war mir wichtig. Und genau, habe ich das halt noch mitgenommen. Und dann, die fand ich richtig cool, Vince fand sie auch cool, diese Gläser. Ich fand die halt super im Sommer für draußen, damit da nicht irgendwelche Insekten oder was reinfliegen. Und dann gibt es halt einen blauen für Manu und einen orangenen für mich, beziehungsweise für Vince. Und wenn die mir gefallen, würde ich auch nochmal welche nachkaufen. Aber ich wollte die jetzt erstmal ausprobieren, aber ich fand die optisch halt sehr, sehr schick und halt auch unglaublich praktisch, eben dann im Sommer. So, und dann habe ich noch ein paar Teile für mich. Wir starten mal mit den Schuhen. Und so habe ich erstmal ein ganz normales, schlichtes Paar Weißes, weil ich habe noch ein paar DIY-Ideen mit Schuhen vor. 2 Videos habe ich ja dazu schon gemacht. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, schaut mal vorbei. Und da brauchte ich noch mal ein paar Weiße. Und dann habe ich mir die hier mitgenommen. Die fand ich richtig cool. Bin auch noch am Überlegen, ob ich die noch bunt anmale. Und die hier fand ich ganz süß. Ich hatte, glaube ich, also ich habe noch keine hellblauen. Und deswegen habe ich die mitgenommen. Ja, und dann habe ich, das sind Oberteile, genau. Ach nee, noch ein bisschen was anderes. bei Primark kaufe ich eigentlich fast nur noch Basic-Sachen. Und ich musste bei ein paar Sachen aufstocken, beziehungsweise ein paar Sachen muss ich wegwerfen und da brauche ich wieder was als Ersatz. Da habe ich mir wieder diese ganz normalen, schlichten Basic-Tops geholt. Da habe ich 2 schwarze genommen und 2 weiße. Genau. Dann habe ich Socken gekauft und zwar solche Kuschelsocken habe ich genommen, weil wir haben ja Fußbodenheizung und deswegen tragen wir eigentlich keine Hausschuhe. Aber im Winter habe ich dann doch gerne solche kuscheligen Socken an und dann habe ich noch ganz normale Socken halt mitgenommen. Ich nehme eigentlich immer Socken bei Primark mit,
Da ist mir dann egal, wenn die kaputt gehen oder so, dann schmeiße ich die weg und fertig. Und immer, wenn ich bei Primark bin, muss ich irgendwas von Harry Potter mitnehmen. Immer. Und deswegen habe ich jetzt schon wieder zwei neue Harry Potter T-Shirts. Und zwar dieses hier, das fand ich zum einen von der Farbe her sehr, sehr schön, aber ich liebe, liebe, liebe auch den Spruch. Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembered to turn on the light, von Albus Dumbledore. Genau, finde ich richtig, richtig cool. Dann habe ich mir noch dieses hier mitgenommen. Gryffindor. Fand ich auch super schön. Genau, aber die Oberteile, die ich euch zeige, das ist wirklich dann erst nach der Geburt. Und auch dann muss ich noch ein paar Kilo abnehmen. Obwohl das hier hatte ich eigentlich geplant direkt nach der Geburt. Weil das schön locker fällt, hoffe ich, dass das den Bauch schön umspielt. Da gab es ganz viele so von dieser Machart vom Schnitt her. Was ist so hier? London. Ja, London musste sein. Und genau, das geht hier unten dann so schräg. Genau. Dann, das hier fand ich total süß. Mit einem Einhorn und auch mit der Brusttasche. Das fand ich voll schön. Aber es hat halt wirklich, naja, Ärmel kann man es eigentlich kaum nennen. Und da muss ich wirklich erst ein bisschen abnehmen, bevor ich das tragen kann. Weil meine Oberarme sehen wirklich nicht mehr schön aus. Dann hier so ein ganz schlichtes rotes Basic-Shirt. Das habe ich schon in dunkelblau und ich finde die halt ganz toll. Und dann gibt es ja immer von Atmosphere diese Shirts, diese günstigen auf diesen Ramschtischen, sag ich mal. Und die letzten Male hatten sie keine schönen Motive, aber diesmal war es wieder ganz gut. Da habe ich mir einmal das hier mitgenommen von Paris. Wo ich ja, in Paris war ich jetzt schon 7 Mal. Jetzt habe ich mir das noch mitgenommen. Und noch eins, und das ist das hier. So sieht es aus. Genau, die gibt es halt auch gerade aktuell. Die halten bei mir halt so eine Saison, sag ich mal. Und dann, ja, durch das viele Waschen werden die dann halt so ein bisschen schief und auch kürzer und so. Aber für den Preis ist es absolut in Ordnung. Die tue ich dann halt weg und dann ist auch gut. Also was heißt, ich schmeiße sie nicht in Müll oder so, ne? Die kommen bei mir ins Rote Kreuz, solange sie keine Löcher haben. Genau. So, und das war's, was ich eingekauft habe heute. Ich bin schon wieder so außer Puste. Ich werde das Ganze jetzt noch schneiden und dann freue ich mich auf meine Badewanne. Und dann will ich halt gern morgen wieder vloggen, weil ich halt die Termine bei der Hebamme und beim Frauenarzt habe, um euch so ein bisschen auf dem Laufenden halten zu können. Ich hoffe, der Vlog hat euch wieder gefallen. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare und bis morgen. Tschüss!